Sergeant. Ja, servus, liebe Zigarren-Aficionados. Wir haben hier die alt-neue, keine Ahnung, ob der Blend auch neu ist, die abermals Ace Prime ja hieß, die Marke, oder auch nicht, oder wie auch immer. Und jetzt dann halt einfach über Luciano Cigars direkt wieder neu aufgelegt wurde. Also bei Cigarwald ist ja neu gelistet zumindest. Ob jetzt der Blend neu war oder neu ist, weiß ich nicht, kann ich nicht so genau sagen. Jedenfalls haben wir halt ein ecuadorianisches Corojo. Deckblatt Rosado, also so eine leichte rötliche Nuance mit dabei. Ein schönes Deckblatt, aber jetzt nicht unbedingt das schönste robuste Format. Hier so ein bisschen hier so, hier sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Lümmel. Und ein Connecticut Shade Umblatt, also Amerika, Einlage gänzlich Nicaragua. Esteli und Jalapa, glaube ich, auch noch mit dabei. Und ja, 8,50, die klassische Robusto hier, also 50er Ringmaß, 12,7 cm Länge. Ist jetzt halt eher so ein Mittelding, so sage ich jetzt mal. Und ja, ich kann nichts zum alten Blend sagen, ob das einfach nur ein Re-Release ist mit einem anderen Namen. Also läuft wahrscheinlich genauso über den neuen Namen einfach so richtig. Deswegen kann ich da jetzt nicht wirklich viel dazu sagen. Ich habe die alte, aber so wie ich es jetzt, glaube ich, gesehen habe, nicht reviewed gehabt. Jedenfalls. Kalkgeruch, so ein bisschen schwarzes Toast, so ein bisschen Knuspertoast, so knusprig. Eine leichte Süße, aber so ein leichter Pfeffertouch natürlich durch die Nicaragua-Einlage. Und da ist noch so ein bisschen was dazwischen, so was Dunkleres auch. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen rosinenmäßig irgendwie ist oder so leicht fruchtiges. Das versteckt sich so ein bisschen hinter dem Pfeffer. Dann vom kalten Zug her. Geht es in eine leicht grasige, aber dennoch leicht bittere Richtung. Bisschen Pfeffer, also so, ich würde jetzt mal sagen, normaler weißer Pfeffer allerdings. Bisschen Stroh, bisschen Butterigkeit und Cremigkeit, aber es wird wahrscheinlich eine relativ klare Sache, was die Cremigkeit angeht, dass es eher nicht so die cremige Zigarre ist. Ja, und hier und da doch dieses Dunkle, was ich vorhin genannt habe, dieses Rosinenartige, so eine leichte Frucht, aber auch irgendwie nicht. Ja. Und ja, machen wir sie einfach mal an. Mit dem Wind hier ein bisschen blöd. Ja, das Florale, das Grasige, was ich erwähnt habe, dieses Bittere, das ist schon relativ da. Die Würze, die Pfeffrigkeit so 4,5, 5 von 10, also da geht schon ein bisschen was. Wobei ich sagen muss, ich war so ein bisschen angeschlagen die letzten Tage, deswegen ist es vielleicht ein bisschen intensiver, als es normalerweise wäre. Schmeckt das Nikotin definiert heraus auch schon relativ früh. So dunkleres Holz, angenehm weiches, warmes, dunkleres Holz, so ein bisschen. Guter Gegenzug, gutes Rauchlumen bisher, ja. Aber ich kann mich noch nicht so wirklich entscheiden. Ist es jetzt so ein bisschen Erde, was relativ früh schon kommt vom Aroma her? Ist es ein bisschen Kaffeeröstaroma? Dieses Bittere, was halt nicht jetzt unangenehm oder krass ist. Und das Holzige, Rauchigere. Und halt diese Würze, also dieses so normale weiße Pfeffer. Ja. Leder eher, also am Anfang hatte ich so, ja, so ein bisschen mit Butter oder so, aber Creme, aber das wird meiner Meinung nach eine ledrige, eher trockenere Angelegenheit. Gut, vom ecuadorianischen Deckblatt habe ich noch nie so eine Süße, auch von dem Jalapa in der Einlage aus Nicaragua habe ich nicht so wirklich noch eine Süße am Start, noch nicht zumindest. Ein bisschen würziger, kräftiger. Nikotin spürt man relativ schnell, meiner Meinung nach.
aber doch so ganz versteckt, so ganz, ganz irgendwo versteckt, dieses dunkelfruchtige, ich sage jetzt mal Rosinen, so dunkle Weintrauben halt, vielleicht auch so ein bisschen Pflaume, irgendwie sowas, ist so ein bisschen versteckt, ja, aber nicht so ganz eindeutig, weil die Würze mich momentan halt eher so einnimmt, das holzige, rauchige, diese leicht gasige Bitterkeit. Und ja, aber ist nicht schlecht, so interessant. Jetzt hoffe ich mal, dass noch mal irgendwie vom Ecuador-Deckblatt eine nussige Süße reinschießt oder irgendwie sowas. Klar haben wir Rojo-Deckblatt noch. Deswegen auch grundsätzlich eher nicht so das süßlich-nussige im Vergleich zum Standard-Ecuador-Deckblatt. Das bleibt wahrscheinlich eher so in der Richtung. Also bleibt abzuwarten, wie sie sich weiterentwickelt. Aber macht einen guten Eindruck. Also bei dem Wetter hier, das ist doch, aber zum Glück habe ich es noch erwischt. Das Wetter ist abbrannt sehr gut, Asche war bis jetzt sehr gut, aber es war abzusehen, dass es dann doch demnächst runterkracht, das Ding. Ja, dieses Pflaumen- bzw. dieses dunkle Traubenaroma, das ist so weit hergeholt, aber es ist interessant. Dieses Knusperbrot, dieses Pumpernickel, das ist interessant, ganz dezent. Aber halt das grasig-florale, ledrige und so dieses Nikotinaroma einfach, das ist halt hier im Vordergrund. Da fehlt mir allerdings noch irgendwas so. Wenn jetzt noch eine Nuss vom Ecuador Deckblatt eine eindeutige kommen würde oder irgendwie was Süßliches noch irgendwie, irgendwas so als Ausgleich zu dieser kräftigeren Geschichte hier. Aber es ist nicht schlecht oder so. Ja. Also Rauchvolumen ist gut. Gegenzug ist echt gut so. Schönes Deckblatt. Preis ist okay, aber ja. Wir sind bei einer knapp dreiviertel Stunde. Also eine knappe Stunde bekommt man für die 58 schon auch, sehr weit gerollt, wie gesagt. Jetzt kommt deutlich mehr dieses Bittere vom Anfang wieder, das Grasige und halt Erde, also dieses Schwarztee, Kräutertee-Geschichte mäßige. Ist jetzt nicht so schlimm, aber dieses leicht Scharfe vom Connecticut Shade und, ne, und dieses wirkt halt so, als ob es eine ganz frische Zigarre irgendwie so ist. Also nicht so die feinste, rundeste Zigarre irgendwie, so habe ich so das Gefühl. Deswegen. Ja, ich sag mal, da kommt jetzt nichts mehr groß. Das Interessante war das Mandelige, was cool war, und dieses Apfel, Schrägstrich, einfach ein bisschen Fruchtige war echt cool. Rauchvolumen cool, Abbrand gut. Insgesamt würde ich jetzt eine 3 geben. Ja, also weil dieses am Anfang, dieses Bittere und auch dieses Rauchige war okay, aber auch dieses Nikotinaroma an sich war irgendwie so, war mir zu dominant und als Ausgleich kam mir zu wenig irgendwie. Klar, das Fruchtige und auch das Knusperbrot waren interessant, aber das war irgendwie zu wenig, so als Ausgleich. Also ich finde, es ist nicht so eine runde Aromatik hier irgendwie so. Deswegen die 3. Ja. Aber würde ich wieder rauchen, ganz klar. Vielleicht mal ablagern, ein Jährchen. Und dann nochmal rauchen. Ja.